Weiter geht es mit dem 34. Part des normalen Minecraft-Let's Play, sage ich mal. Also hier spiele ich normal. Habe jetzt hier am letzten Part noch hier eine Baumfarm mit allen Holzarten gezüchtet. Wenn die hier gezüchtet, dann kann ich hier gleich noch mal noch moderneres Haus bauen, mein Spawnhaus. Und dann das Spawnhaus so bauen, dass man dann in alle Richtungen schnell weggehen kann, genauso auch. Die Axt kann ich gerne nochmal aufbrauchen. Da geht nicht richtig zu, aber jetzt. Und die letzten noch. Und die Spitze einer Axt ist kaputt. Genau dann, wenn ich den letzten Kürbis abgebaut habe. Und da klebt noch Holz dran. Weil da noch Holz drin ist, natürlich. Und natürlich jetzt keine Axt mehr, aber kann man ja auch zum Glück per Hand abbauen hier. Sogar ein seitlich ausgerichtetes Holz. Das sollen ja Baumstämme sein. Hier sind noch mehr davon. Hier geht noch weiter mit dem Holz. Da komme ich oben nicht mehr ran, also muss ich das jetzt so hoch bauen. Deswegen ist das jetzt auch komisch hier. Ach, verletzt. Und jetzt dürfte sich das decayen, also verschwinden. Na, immer noch nicht ganz, da ist immer noch Holz. Aber Hauptsache, das ist jetzt mal fertig. Ich muss mir eine neue Axt bauen. Jetzt brauche ich jetzt gerade im Moment ja nicht. Aber eine Axt muss ich mir jetzt neue machen. Ich mache ein bisschen nochmal zwei neue Äxte hier. Und Stein. So. Noch 30 Stück und ich habe eine vollständige Eisenrüstung hier. So, jetzt kann ich halt eigentlich die Tür wieder töten, also zwei davon immer. Ich muss immer zwei Kühe töten. Ja, zack. Müssen wir mit Kritiko Hit machen. Muss die wieder züchten, nachzüchten. Jetzt sind da zwei Nachtkühe wieder. Da ist eine kleine Kuh. Wo ist denn die andere kleine Kuh? Da ist ja auch noch eine kleine. Das sind also zwei kleine Kühe. Die Schafe brauche ich ja nicht weiter züchten. Habe ich eine Schere, habe ich gerade nicht dabei, aber darauf kommt es gerade auch nicht an. Also. Das Haus sieht auch nicht noch ganz schön aus. Spitzhacken, will ich vielleicht auch noch mal eine machen. Zack. Und nicht gebrauchte Sachen können ja auch erstmal rein. Pfeile brauche ich gerade. Dann nehme ich mit. Leder brauche ich nicht. Eichenholzbretter, die mache ich am besten so noch rein, da brauche ich diese Holz nicht. Kürbis brauche ich nicht, Melon nehme ich mal mit, das ist nämlich Nahrung. Das ist alles Nahrung, hier muss noch dieses frohe Rindfleisch
muss doch hier gebraten werden. Mit der Kohle. Und bekommt Steak raus. Hier sind wir 363, hier ist wir 364. Also Steaks brauche ich im Moment noch nicht. Aber hier ist alles erstmal was heilt. 48 Millionen. Das ist auch viel. Also mir fällt mir gerade noch nicht viel ein, was ich mit dem Haus machen soll. Und hier ist lang die Spawn, ja. So viel Erde und Stein hier. Und ich muss ja auch einmal. Was muss ich denn alle machen? Und zwar. Hier könnte ich noch einen Weg ausgraben. Durch Cobblestone oder Schaufeln. Ich habe keine Schaufeln natürlich. Weiß ich dann noch weg hier. Hier hochkommen hier. Na, zwei Blöcke breite Wege hier. Ist der kaputt hier, jetzt ist der kaputt. So viel durchlöchert hier die Gegend. Mit Cobblestone hier aufbauen. Hier die Erde raufreißen und hier den Kobbel hier reinpacken. Bleibe auch noch hier. Hier überall Cobblestone haben. Sieht einfach besser aus, den reinen Cobblestone-Weg zu haben. Hier ist auch alles wunderschön erleuchtet. Da ist ja schon ziemlich zerfallen und sind schon wieder einige Sätzchen rum. Kann man nicht hoch. Jetzt hochbauen hier. Zack, ich warte erstmal die Nacht ab, damit ich am nächsten Tag erstmal wieder Sand und Sandstein für die Pyramide bauen, abfahren kann. So, na, eine Schaufel reicht nicht, noch mal zwei weitere. So, zwei weitere Schaufeln. Ich mache das jetzt anordnen, hier die Spitzhacken so. Hier die Schaufel, die Äxte so übereinander, das ist alles speziell Eisenschwert, Bogen. Na, ich will erstmal noch die Nacht abwarten, also bis es hier Nacht ist, kann ich ja gleich ins Bett gehen und schlafen. Da ist ganz schön viel. Ich habe sogar auch schon drei Diamanten, aber ich brauche noch zwei mehr, um einen Zaubertisch zu erstellen. Also ich habe ja sonst keine Diamanten mehr, wenn ich muss ja auf Lidian gewinnen. Hier oben vielleicht diesen Raum hier als Verzauberungsraum nutzen. Oder Lagerraum. Deshalb muss ich hier schlafen, der Mond. Was ist denn für eine jetzige Mondphase? Es ist Neumond, also dann tauchen keine Slimes auf. Ich schlafe immer Richtung aufgehende Objekte. Also Richtung Osten. Jetzt erstmal zu meiner Sandgrube. Die ist relativ weit hinten. Wo das erste Akazienholz ist gewachsen. Kühe sind hier auch wieder und Pferde sind hier auch. Aber ich glaube, irgendwie haben wir es so wieder gemacht, dass die. Da ist auch ein bisschen Sand.
Hier ist auch, na, ist keine Höhle. Da ist aber eine Höhle. Jetzt kann ich die auch erkunden gehen. Eisen, Kohle. Sind hier Monster. Wasser aufhalten. Ich dachte schon, das wird Gold, aber das sind nur Eisen. Dann scheint noch eine Höhle erkunden. Aber erstmal muss ich mir ein bisschen mehr Kohle holen. Ich habe keine Kohle mehr. Aber da ich jetzt gerade in der Höhle bin, kann ich natürlich Kohle direkt holen. Aber ungewohnt ruhig, habe ich. Nein, ich habe auch normal. Hat ihr es ja auch gesehen, dass ich auf normal spiele und nicht auf Peaceful. Aber ich wundere mich, warum jetzt die kleinen Monster sind. Ich habe ja seit Part 20 spiele ich jetzt durchgängig auf Schwierigkeitsgrad normal. So kann ich jetzt mal wieder etwas und Deck Fackeln herstellen. Also 64 und 8. Dann geht's noch runter. Hier hört's auf. Hier sind eigentlich noch ein paar Eisen vorkommen. Da ist noch ein bisschen mehr Eisen. Da ist aber noch mehr hinter. Über 9 Blöcke. 10 sogar. Das ist ein riesiges Eisenvorkommen. Hier ist noch mehr Eisen. Noch mehr. Dann kann ich nämlich irgendwann vielleicht auch dauerhaft auf Eisenwerkzeuge umsteigen. Wenn ich hier das Eisen finde. Da ist die erste Spitzhacke auch schon am Ende gewesen. Aber die war schon halb aufgebraucht. Jetzt geht es noch diesen Weg hier unten zu erkunden. Eisen erstmal mitnehmen. Fackel platzieren, damit ich nicht mehr spawnen kann. Und auch jede Menge Eisen treffen. Na, ich wollte ja gar nicht wieder Eisenspitzhacke machen. In einer Eisenspitzhacke braucht man nicht unbedingt Eisen abzubauen. Würde ich jetzt lieber noch mit Steinspitzhacken erledigen. Irgendwie Lava-Geräusche. Noch mehr Eisen. 6. 7. 8. Auch wieder so ein großes Eisenvorkommen. Ich hatte jetzt natürlich noch mehr Eisen irgendwo gefunden. Oder war das schon? Das war's schon. Weil ich wollte ja eigentlich hier Sand holen. Damit ich Sandstein habe. Ich muss jetzt in die Richtung, wo ich hin, um zum Sand zu gelangen, oder wo? Oder sind die Wüsten? Hier ist ja sowieso Sand. Dann grabe ich den Sand weg. Wird natürlich wahrscheinlich längst nicht reichen. Den ganzen Sand, den ich hier rausgraben kann, der wird wahrscheinlich nicht reichen, um die Pyramide da komplett auf Sandstein dann den Boden noch zu machen. Okay, Wasser rein. Und das Wasser hier raus machen. Mit Erde. Und die Erde wieder wegmachen.
Da ich mich jetzt schon die 20 Minuten nähere, werde ich wahrscheinlich, wenn ich dann wieder zu Hause bin, den Part auch beenden. Vielleicht auch in den, oder vielleicht in den nächsten Part dann wieder. In einer Wüste gehen. Noch mit der Erde hin. Da ist jetzt nur ein Sandbecken aufgegraben. Ein Block tief, aber ich kann natürlich noch tiefer gehen. Die erste Schaufel ist schon kaputt. Insgesamt sind drei Schaufeln. Eine Kuh. Also, die stört mich gerade ein bisschen. Deswegen habe ich sie jetzt auch getötet. Aber ich züchte ja auch Kühe. Die Kühe würden nicht aussterben, weil ich sie auch züchte. Zumindest in der Minecraft-Welt nicht. In echt töte ich sie natürlich auch nicht. Und drei Blöcke tiefes Landfeld anscheinend. Schaufeln gehen aber auch schnell weg. So ist die Schaufel auch schon wieder fast aufgebraucht. Und die letzte Schaufel. Aber es ist nur Sand hier. Ich könnte mir auch natürlich vorschlagen, ob ich auch weitere Customized Let's Plays machen soll. Wie gesagt, ich wäre offen dann vor allem für welche, dass ich eine bestimmte Erzart maximal stelle oder dass vielleicht eine Erzart gar nicht vorkommt. Also zum Beispiel, was ich am liebsten dann sonst machen würde, ist vielleicht sonst Diamanten noch maximal stellen, dafür einen Anfang schwieriger machen, indem ich die Kohlevorkommen ein bisschen runter reduziere, dass sie bis Höhe 60 nur vorkommen und außerdem, dass man sie kleiner, einzelne Diamanten maximal stellen, dass man die überall sieht. Das wird eigentlich kein einfacherer Anfang dadurch. Man muss ja erst natürlich Eisen haben. Also Eisenspitzhacke muss man erstmal haben, um überhaupt Durchgang übergraben. Spitzhacke ist kaputt gegangen. Nur in die Richtung. Mal ein bisschen essen und es wird jetzt wahrscheinlich schon wieder dunkel. Ja, es wird schon wieder dunkel. Aber das ist diese Baumzuchtfarm, die ich da aufgestellt habe, die sieht man schon wieder. Das ist relativ in der Nähe. Hier ist auch noch ein Sandvorkommen. Hier wächst auch schon ein. Hier sind auch schon Schwarzeichen gewachsen. Ja, das ist Schwarzeichenholz. Da ist es Dschungelholz, das ist Akazienholz. Das ist Eichenholz, das ist Fichtenholz und das Birkenholz. Ich züchte jetzt alle Holzarten. Und hier muss ich auch noch das Obsidian abgraben. Ich hoffe euch mal, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben. Teilt das Video, damit ich mehr Aufmerksamkeit und mehr Bekanntheit habe. Abonnieren würde dieses Video, würde mich auch freuen. Und beachtet bitte, dass alle 100 Videos ein Special ist. Also momentan ist das schon das 298. Video. Also das 200. Video Special steht noch aus. Muss ich das so machen, dass das 300. Video Special auch gemacht wird. Und mit dem neuen Tag werde ich euch
verabschieden. Bis dann und ciao.